Hallihalli, liebe Leute, und willkommen zurück bei der Free-to-Play-Challenge, wo ich heute mal wieder was ein bisschen Abwechslungsreicheres vorhabe. Und zwar geht es um Trial Nummer 2. Ich habe heute vor, das Schlagen Sie Trial Nummer 2 in 3 Runden zu versuchen mit meinem Team hier. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen kann, aber ich habe die Hoffnung, dass wir es klappen können. Items dafür Zeug gesetzt, Team Zeug gesetzt. Als Freund nehmen wir hier den Kira mit. Ansonsten mein möglichst aus Leiteinheiten bestehendes Team und hoffen einfach mal, dass wir damit genug Schaden machen können. Ich bin mir nicht zu 100% sicher, ob das klappen kann. Aber ich bin unheimlich neugierig, das auszuprobieren. Und dachte mir, da wir hier mein Mono-Light-Team gemacht haben, wäre das ja genau das Passende dafür. Und zwar beginnen wir. Oh, ja, das war schon nicht gerade der beste Start, fällt mir dabei auf. Unter Umständen habe ich da gerade schon ein bisschen was verschwendet. Ja, dammit, direkt verkackt. Das hätte ich ein bisschen anders machen müssen, leider. Jetzt können wir direkt nochmal probieren. Und dafür habe ich nicht nur das Downlight geschmissen. Ja, Trial Nummer 2. Genau, Team lasse ich gleich. Ich habe dort nur Shira drin, damit wir, falls wir aus irgendeinem Grund dann doch verlichtet werden, da wieder reinkommen. Items filtern netterweise auf. Denn ich muss in der ersten Runde mitigaten. Selbst mit den vielen HP, auf die ich mit einer Atro komme, wird mich das hier nicht heile durchbekommen ohne. Also setzen wir direkt den so ein und dann die Kombination. Und dich auch schon mal, weil wir es können. Dann aktivieren wir hier den Overdrive, damit wir dann Atro voll bekommen. Ich weiß nicht, ob das die beste Lösung ist, aber es ist das Beste, was mir eingefallen ist, was man so probieren kann. Wow, das macht krass viel Schaden und wir haben sogar einen Attackdown hinbekommen. Von Kira wahrscheinlich. Hm, nett. Und natürlich werden wir jetzt hier Atro vollhauen, auch wenn uns das heißt, wir können nicht mitigaten. Wir werden hier unten mal mit einem Garden zur Sicherheit. Ich gebe zu, dass mit dem Hero Stone war vielleicht ein bisschen Overkill, aber ich war das echt verschätzt. Und jetzt kommt er. Stimmt, er hat ein Revive-Ding. Da war das von Anfang an schon so. Ich glaube, das haben sie auch schon mal nachgepatcht. Der Punkt ist aber, wir sind jetzt in Runde 3. Und haben jetzt vollen SBB, haben einen verloren, was natürlich ein bisschen ärgerlich ist. Können jetzt aber hier voll reinhauen. Und dürften damit eigentlich durchkommen. Und dadurch, dass wir mit die Gaten, sollten wir eigentlich auch genug übrig haben, dass er uns dann nicht das Team noch zerlegen kann. Denn wir haben durch Hyde einen extra Herzkristall Drop Rate Buff. Hm. Ja, das war es sogar schon. Ich dachte, er hätte noch mal einen extra starken Angriff am Ende, aber das könnte sein, dass sie das zu dem Revive umgebaut haben. Ich habe Erinnerung, dass das in Global zum Beispiel, in EU zum Beispiel anders gehandhabt wurde noch. Aber wir haben es geschafft, kriegen natürlich keine Rewards dafür, klar. Haben ja so gesehen das schon mal irgendwann gemacht, dementsprechend gibt es dafür keine Rewards. Aber ich hatte hier bei den Records, und ich hoffe, ich habe es ausgewählt, ich gehe davon aus, wenn nicht, darf ich das jetzt nochmal machen, was natürlich ein bisschen lustig wäre. Ja, Complete Claim Rewards, boom, gibt uns 1000er Punkte. Und den kann ich auch durchaus gebrauchen. Dazu werden wir gleich kommen. Erstmal machen wir nochmal ein... Wobei... Ich weiß es, ach, ich weiß es einfach nicht auswendig. Also gehen wir mal kurz hier vorbei, denn wir haben ja auch hier die Frontier-Hunter-Ergebnisse. Ich habe hier nicht viel gemacht gehabt, dafür war ich zu faul. Hätte ich da ein paar ans Meer gemacht, hätten wir ein bisschen mehr bekommen. Aber ey, wir kriegen immer einen Reward, kann man halt einfach mal mitnehmen. Und dann können wir das ja auch im Video machen, warum nicht? Drain Spear, bleh. Haben wir nur, damit es dann beim nächsten Mal passiert. Und ja, wir haben jetzt auch hier die Möglichkeit, die Elgaia Heroes auszubauen, wobei ich halt vor dem Problem stehe, von ich habe halt alle noch als 5-Sterne-Form, weil ich ja noch nie vorher einen davon hatte. Habe sie theoretisch gesehen hier alle bereit ausgebaut zu werden. Ich will auf jeden Fall als erstes an Nail ausbauen, weil ich halt keinen Quite habe und er dann genau die passende Ergänzung für mein Team ist.
zwei Pots, ein Idol und ein Bandmimik. Deswegen wollte ich hier durch die Mission ein paar Punkte bekommen, dass wir da das hier nutzen können. Haben wir schon mal die Mimik. Stimmt, Dragon Mimik, nicht Bat Mimik, so rum. Zwei Erdplatte. Und das Idol. Dann haben wir tatsächlich danach sogar noch Punkte übrig. Das ist doch nett. Über mehr Punkte kann man sich ja nie beschweren. Schwupp. Na komm jetzt, connecte nicht so lange. Aber ich muss sagen, nachdem ich jetzt ein paar Tage getestet habe auf Droid 4X, das läuft tatsächlich ziemlich flüssig und ziemlich gut. Also war ich sehr zufrieden mit. Warum sogar noch einen Tag dafür bekommen? Ich glaube, Arena habe ich heute noch nicht fertig gemacht. Alles andere habe ich gemacht, weil das Vortex-Sachen waren. Und ich habe vorher die Mega-Parade hier mal ausprobiert. Weil die gibt einem eine Gem und gibt halt Zeug. Und da wir Half-Energy momentan haben, kriegt man halt echt gut was an Runs durch. Auch hier. Dementsprechend war der Gedanke von, ja, nehmen wir das doch mal mit. Und ich habe auch noch genug Schlüssel in Reserve rumfliegen. Ich könnte eigentlich auch mal von den Jewel-Mega-Parades welche machen. Ich hab noch gar keine Arena-Kämpfe gemacht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das sollte ich auf einmal ganz schnell nachholen. Kann ich auch mal im Video machen. Und ja, ich habe hier momentan irgendwie auf allen Accounts diesen lustigen, hey, guck mal, da ist ein Riss in der Arena-Effekt. Hatte ich früher nie gehabt, aber mittlerweile hat es mich auch erwischt, dass ich den Bug mal abbekomme. Der tut nichts Schlimmes, aber er sieht halt einfach absolut hässlich aus. Und ja, auch hier arbeite ich mit dem Random Rule, einfach weil es halt mehr Punkte gibt. Ich bin jetzt momentan immer noch nicht, ich heiß darauf hier hochzuleveln, weil ich... ist halt irgendwie nicht so wirklich wichtig für mich momentan. Ja, ich werde hier, also wenn man sich, ich habe mittlerweile, was ist das, 115.000 Punkte knapp. Aber das ist halt weit weg von, wir werden damals jemals irgendwie einen tollen, hohen Arena-Rang mit erreichen. Und ich bin auf dem Account ja auch zu faul, dass, also ich habe Phase gehabt, wo ich einfach keine Arena gemacht habe, weil ich keinen Bock drauf hatte. Momentan mache ich es nur wegen den Brave-Punkten und dem, wie heißt's? Und dem Achievement-Shop, weil da kann ich halt die Punkte für gebrauchen. Sonst würde ich das garantiert gar nicht machen, weil es einfach dieses, ja, ab und zu ein paar Gems, okay, aber wirklich interessant und lohnt tut es sich jetzt nicht. Einfach weil es so lange dauert, wenn man es nicht mit vollem Einsatz macht. Und ich hier auf der Free-to-Play-Challenge spiele ich nun mal nicht so viel, dass ich sagen würde, ich mache täglich meine 12 bis 18 Runs. Selbst auf meinem Hauptaccount mache ich keine 18. Dass ich sagen würde, es lohnt sich, sondern es ist halt mehr so ein, ja, das nimmt man halt zur Not mal zwischendurch mit, wenn es gerade geht. Aber sonst ist das auch noch... wieder gut. Reicht, dass ich da die Achievement-Punkte für bekomme, das ist es wert, aber halt Arena-Rang ist nicht das Ziel. Schwupp, wieder ein Sieg. Sehr schön. Tatsächlich läuft es hier der Siegesquote, wie man sieht, auch recht gut. Also das mit dem Team, was ich habe, ist es wirklich nicht schwer. Solange nicht gerade ein es zünden gar keine SBB-Effekte kommen. Und da kommt eine SBB rein und dann haben wir es halt auch durch.
Und schwupp. Und dann kann ich warten, bis irgendwann heute nochmal die Punkt, die Arena, ob sie da sind, dann kriege ich ja noch den letzten der Achievement-Dinge, der BP-Dinge für heute. Außerdem können wir noch, oh, ich habe tatsächlich Zeit genug. Dann können wir schon, ob ich nicht vielleicht sogar ein paar Medaillen da habe. Ich habe nämlich ab und zu mal Raids gemacht zwischendurch. Eher selten, aber ab und zu. Ah, 6 Stück. Wey, wir können zweimal drehen. Nischt. Und. Nischt und. Wow, super. Können wir direkt wieder verkaufen hier. Wo habe ich euch? Da. Nein, 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 da wollte ich nicht hinklicken. Und aus irgendeinem Grund klingt mein Handy mich im Hintergrund gerade an. Warum tut es das? Hm, komisch. Komisch, komisch, komisch. Eigentlich wollte ich jetzt mal immer hier, ich habe noch ein bisschen Erdmaterial da, dann kann ich direkt hier weiter an Anil arbeiten, in der Hoffnung, dass ich den, ja, entwickelt, bald weiterentwickelt bekomme auf seine 6-Sterne-Form. Sehen, wie viel wir brauchen. Euch beiden wohl auf jeden Fall. Schwupp, ja. Leider brauchen wir da noch ein bisschen mehr. Aber wenn ich ihn auf seiner 6-Sterne-Form habe, kann ich dann mich hinstellen und da schön gemütlich schon mal am SBB arbeiten. Und mit den ganzen Nails, die wir über haben, sollte es recht zügig gehen. Ansonsten habe ich auch immer noch Claire, wo ich am Arbeiten bin. Oh, außerdem kann ich noch, das hatte ich fast schon wieder vergessen, was ich noch vorhatte. Ja, da sind wir jetzt erstmal voll. Ist okay. Wir können aber. Wir können mal schauen, was wir für ihn bräuchten. Das ist Neugier. Nicht mehr ein Totem, werde ich auf jeden Fall warten, bis ich da einen Totem farmen kann. Das ist preiswerter, als mir die zu kaufen, zumindest bei Totems. Aber was wir machen können. Und da wollte ich nicht hin. Jetzt muss ich ja nur wieder laden. Und so. Können wir mal unsere ganzen alten Einheiten, die ich garantiert nicht mehr benutze, zu Punkten machen. Da habe ich mich den ganzen Tag drauf gefreut. Und zwar habe ich hier die gute Dame kommt weg. Oracle Rumler. Ich habe mittlerweile einen Anima. Wenn ich die jemals brauche, kann ich sie ausbauen. Weil das um den SBB-10 ein bisschen schade ist. Der hier, der Breaker Pixileon. Ich hasse ihn immer noch mit Leidenschaft. Und die andere erste Beschwörung, Breaker Eric, wird, selbst wenn er irgendwann mal eine gute 7-Sterne-Form bekommt, ist mir das so Wuppe. Hauptsache, ich bin den jetzt los. Haben wir euch davon noch ein paar Punkte bekommen? Könnte mir damit jetzt theoretisch gesehen Material holen, aber wie gesagt, ich warte dann lieber, bis wir das so haben. Und wir werden auch hier nochmal unsere Weekly-Beschwörung machen. Momentan, es hat mich auch jemand gefragt, Doc, wie kommst du überhaupt zu so vielen Gems? Ich habe einfach ganz, ganz fleißig gesammelt. Ich habe die ganzen Quests durchgemacht. Habe zum Beispiel für die Elgaia Hero Dungeons gab es jetzt ja wieder 6 Gems abzugreifen, weil ich noch keinen davon gemacht habe. Dann gab es vom Daily Login ab und zu mal was. Da gab es von den Brave Points mal was. Von Frontier Hunter war noch dabei. Da hat sich also echt viel zusammengesammelt, indem man einfach fleißig ist und ab und zu mal ein paar Gems ausgibt. Im Normalfall 5. Und vielleicht haben wir wieder Glück. Okay, wird nur rot. Das ist jetzt nicht so spannend. Ich meine, es sind immer noch genug gute Einheiten dabei, die ich hier noch nicht habe und deswegen gebrauchen kann. Aber es ist jetzt nicht so spannend. Ach, eine neue Rosetta. Das ist tatsächlich nicht spannend, denn davon habe ich schon mal eine ausgebaut. Irgendwo. Da. Anima sogar. Was ich machen werde, ist,
Crab-Einheiten, die ich überhabe, in sie reinfusionieren, also so Brave Burst Fodder, die ich brauche, Support Brave Burst Fodder, damit sie ein paar Level bekommt, bevor ich sie verkaufe, einfach weil dann halt mehr davon rauskommt, ohne dass ich dafür extra nochmal beschwören muss. Und ja, so viel dazu. Ich bedanke mich für heute bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, meine Freunde. Macht's gut.